Kommen wir mal dazu, was Stress eigentlich ist, was Stress eigentlich bedeutet. Also als Stress bezeichnet man eine psychophysische Alarmreaktion, die sich als gesteigerte Aktivität des vegetativen Nervensystems zu der endokrinen und endokrinen Organe äußert. Und diese Organsysteme führen zu erhöhtem Blutdruck und anderen physiologischen Veränderungen, zu denen wir danach kommen. Und Stress kann einfach durch verschiedene Reize der Umwelt oder des Organismus selbst hervorgerufen werden, die den Organismus dann über das physiologische Durchschnittsmaß hinaus belasten. Und unter anderem gilt Stress als psychogener Immunsuppressor, was ihn unter anderem zum Risikofaktor verschiedener Infektionskrankheiten macht. Und in der Psychologie wird der Stress unterschieden in Eustress, das ist positiver Stress, das ist voll okay. Den haben wir zum Beispiel, wenn wir ein Kind zur Welt bringen. Dann gibt es den Dysstress, das ist negativer Stress, der ist leider nicht so gesund. Den haben wir zum Beispiel, wenn wir uns trennen, wenn wir uns scheiden lassen. Und dann gibt es auch noch eine dritte Stressform, das ist dann der empathische Stress. Und ich werde jetzt einmal aufgliedern, wie sich Stress äußern kann, also an welchen Faktoren du erkennen kannst, ich bin wohl doch schon ziemlich gestresst. Und da kannst du jetzt einfach mal so eine Strichliste führen. Ich nenne jetzt so ein paar Merkmale von Stress und du führst einfach mal so eine Strichliste von dir, was bei dir alles passt. Starten wir mal mit der körperlichen Ebene. Haben wir zum einen Infektanfälligkeit, erhöhter Blutdruck, schlechte Magen-Darm-Tätigkeit, Beschleunigung der Herzfrequenz und der Atmung. Bei der Verhaltensebene ist es Rückzug und eher die Vermeidung von sozialen Kontakten. Unruhe, Ungeduld ist ein ganz klassisches Zeichen von Stress. Dann gereiztes Verhalten und auch die Vermeidung von Pausen. Also da, wo wir sie eigentlich am meisten brauchen würden, weil wir eben schon gestresst sind, vermeiden wir die Pausen sogar noch. Und dann gibt es noch die kognitive, emotionale Ebene. Reizbarkeit, Nervosität, Überempfindlichkeit, Unzufriedenheit, Hilflosigkeit, Niedergeschlagenheit, depressive Verstimmungen, Konzentrationsschwäche und auch so eine grundlegende emotionale Anspannung. Und wenn du jetzt gerade mal in diesem Moment für dich überlegst, wenn wir so, hast du so einen Pfeil von 1 bis 10, 1 bedeutet, ich bin tiefenentspannt, ich könnte jetzt hier gleich einschlafen, ich hoffe, da ist keiner. Und 10 ist so, ich explodiere gleich, ich kann nicht stillsitzen, mein Kopf ist voll, es geht gar nichts mehr. Wenn du da jetzt mal überlegst, wie gestresst bist du da jetzt gerade? Nach Skala von 1 bis 10, wo würdest du dich einpegeln? Lies hier ganz offen. 6, 8. Und jetzt machen wir eine erste Übung miteinander. Du kannst die Augen offen lassen, du kannst sie aber auch gerne schließen. Wenn wir unsere Augen schließen, dann vermitteln wir unserem Körper Sicherheit. Es ist alles gut, du kannst die Augen zumachen, wir sind sicher. Also mach so, wie du gerade möchtest. Und dann atmen wir zu Beginn einfach auch erstmal tief in den Bauch ein und aus. Wir atmen nämlich sowieso im Alltag viel zu selten. Einfach mal tief durch. Und jetzt machen wir die 4 Stufen Entspannung. Wir lassen die Stirn los. Wir lassen den Kiefer locker. Wir lassen den Bauch locker. Und wir entspannen unseren Po. Die Stirn entspannen. Den Kiefer locker lassen. Den Bauch entspannen und den Po locker lassen. Das ist die sogenannte Vier-Stufen-Entspannung, die ich sehr, sehr gerne mag und die sich wunderbar im Alltag integrieren lässt. Das waren jetzt ein paar Sekunden. Und check jetzt mal für dich, wo liegt dein Wert jetzt? Bist du schon ein kleines bisschen mehr entspannt und ruhig? Und das kann man unglaublich gut im Alltag integrieren. Ihr könnt diese 4 Stufen Entspannung machen,
wenn ihr noch im Auto sitzt, bevor ihr rausgeht in den Supermarkt, bevor ihr die Kinder abholt. Ihr könnt es aber auch mit einem Anker verknüpfen. Zum Beispiel immer, wenn ihr einen Schluck Wasser trinkt, trinkt ihr euer Schluck Wasser und danach macht ihr die 4-Stufen-Entspannung. Zum Beispiel. Oder Anker können ganz viele verschiedene Dinge sein. Ihr könnt euch einen Wecker stellen, 3-mal am Tag. Und wenn der klingelt, lasst ihr alles stehen und liegen und macht kurz die 4-Stufen-Entspannung. Oder welche Übung, Routine ihr auch immer gerne integrieren wollt. Ein Anker kann auch ein Schmuckstück sein. Es gibt so Menschen, die tragen viele Ringe und die spielen da auch gerne dran rum. Und wenn ihr euch dabei ertappt, wie ihr an einem Ring spielt, denkt ihr, ah, okay, 4-Stufen-Entspannung. Anker können auch Post-its sein. Also in meiner Wohnung hängen immer Post-its. An meinem Badezimmerspiegel hängt zum Beispiel ein Post-it, da steht drauf, ich bin Liebe. Das ist so das Erste, was ich morgens sehe und auch immer wieder im Laufe des Tages. Ich bin Liebe. Da könnte jetzt aber auf dem Post-it zum Beispiel auch eine 4 stehen, die euch an die 4-Stufen-Entspannung erinnert. Und immer wenn ihr an diesem Post-it vorbeilauft, macht ihr das kurz. Es muss auch gar nicht offensichtlich sein. Es kann auch ein Zettel sein, der in einer Schublade liegt, die ihr oft öffnet und die euch dann daran erinnert. Ein Post-it am Laptop und immer wenn ihr den aufklappt, macht ihr kurz die 4-Stufen-Entspannung. Also solche Anker im Alltag zu integrieren, ist gerade am Anfang, wenn man so eine neue Gewohnheit, eine neue Routine etablieren möchte, super, super hilfreich. Und was wir selten wissen, Stress ist eigentlich üblicherweise eine kurzzeitige Situation. Bei uns Mamas und die ihr hier sitzt, ist es das wahrscheinlich schon nicht mehr. Und dann reden wir von Unruhe. Unruhe ist Stress, der sich nicht länger auf ein bestimmtes Ereignis zurückführen lässt. Und da habe ich eine schöne Geschichte. Meine Klientin Rowena, die schrieb mir am Sonntagmorgen, dass sie seit dem Abend extrem unruhig ist. Und Rowena, die kümmert sich im Alltag um wahnsinnig viele Dinge, um ihre Eltern, um ihre Tochter. Sie arbeitet und sie macht sich selbst unglaublich viel inneren Druck, alles zu schaffen, alles richtig zu machen. Und am Wochenende war dann trotz Urlaub einfach das Fass am Überlaufen. Sie hat für den Ausflug gepackt, sie war innerlich überhaupt nicht entspannt und ausgeglichen, aber da war dieser innere Druck von, hey, ich bin im Urlaub, ich muss doch entspannt sein. Sie wollte einfach funktionieren wie früher, aber da war dieser krasse Mental Load, an alles denken zu müssen. Und sie hat mir dann geschrieben und dann hat sie kurz meditiert, sie hat geatmet, sie hat für sich reflektiert und sie weiß jetzt, woher die Unruhe kam und sie hat die Sicherheit erlangt, sich selbst helfen zu können, weil sie nun weiß, wie es geht. Und ich habe dann folgende Nachricht später von ihr bekommen. Danke dir, liebe Julia, die Atemübung habe ich gerade gemacht. Tut gut, jemanden zu haben, an den Frau sich wenden kann. Wir hatten dann später nochmal drüber gesprochen. Sie sagte so, ich weiß das doch eigentlich. Das mit dem Atmen, das weiß man doch eigentlich. Aber dieses dann auch tatsächlich anwenden, darauf kommt es an. Und ich bin dann im Laufe der Zeit dazu gekommen, dass es dann irgendwann völlig automatisch passiert. Dass du schon frühzeitig auf deinen Körper hören kannst und weißt, oh, okay, hier brauche ich jetzt meine Pause. Hier muss ich jetzt mal kurz atmen. Hier darf ich einmal meditieren, um runterzukommen, um wieder neue Energie zu sammeln, um dann weiterzumachen. Was sind denn die Ursachen von Unruhe? Da gibt es zum einen von außen bedingt, das ist halt ständiger Stress. Durch diese tägliche Hektik einfach, durch Termindruck, durch Überbelastung, Arbeit, Kindergarten, Haushalt, Freizeit, Familie, Freunde, Arzttermine. Und dieser schreckliche Mental Load, dieses, an was wir verflixt nochmal alles denken müssen, das Geburtstagsgeschenk, die Einkaufsliste, was koche ich heute, der Arzttermin, die Sache auf Arbeit, für den Kindergarten muss ich morgen was Bestimmtes vorbereiten, das alles. Und was auch noch Ursachen sind so übermäßige Anforderungen, wo man eigentlich sagt, das ist einfach überhaupt nicht schaffbar, das ist übermenschlich. Und die Mehrzahl der Mamas lebt aber so und denkt, das ist normal, das muss so sein. Reizüberflutung ist auch noch eine Ursache und halt einfach auch belastende Lebenssituationen. Rückblickend war das dann bei mir so, ich war in einer narzisstischen, toxischen Beziehung, was ich damals aber null wahrgenommen habe. Und das hat bei mir dann halt einfach auch zu diesem dauerhaften Stress und dieser Unruhe geführt.
Dann gibt es aber auch noch in uns liegende Ursachen für die Unruhe, für den dauernden Stress. Das sind hohe Anforderungen an uns selbst, alles perfekt machen zu wollen. Der Haushalt, das Mama-Sein, die Partnerschaft. Wir haben da so hohe Ansprüche selber an uns, die wir auch erfüllen wollen. Und dann reden wir auch noch schlecht mit uns, wenn wir die eben nicht erfüllen. Das ist so totaler Bullshit, wenn man sich das mal betrachtet. Ich sage immer, würdet ihr in so einer Situation mit eurer Freundin so sprechen? Wahrscheinlich nicht. Und wir sollten uns doch die beste Freundin sein. Weil wir verbringen mit niemandem so viel Zeit wie mit uns selbst. Also sollten wir doch eine gute Beziehung zu uns selbst haben und uns nicht auch noch selbst runter machen. Und hier liegen dann tatsächlich oft blockierende Glaubenssätze aus der Kindheit zugrunde. Und deswegen in jedem Coaching und auch im Online-Kurs ist es ein Thema, sich blockierende Glaubenssätze anzuschauen, die aufzulösen und dann mit denen zu arbeiten. Was auch noch eine in uns liegende Ursache ist, ist, wenn wir überempfindlich sind gegenüber Kritik anderer. Und ich finde, wir Mamas, wir stehen ja irgendwie ständig unter Bewertung, also bei uns selbst, durch den Partner, durch die Familie, durch Freunde, durch Fremde im Supermarkt, aber auch natürlich im Internet. Und ein Problem ist halt auch noch, wenn wir nicht abschalten können. Also wenn wir keine Routinen haben wie Meditation, wie Yoga oder ähnliches, was uns einfach mal im Laufe des Tages abschalten lässt. Dann hatte ich Susanne im Coaching. Susanne hat 3 Kinder, da war auch ein Baby dabei. Und bei ihr war es halt so, sobald morgens die Kinder in Betreuung waren, hat sie den Haushalt gemacht, dann hat sie gekocht, dann kamen die Kinder wieder heim, dann hat sie Hausaufgaben gemacht, Kinder bespaßt, abends dann wieder Haushalt und dann ist sie einfach nur tot ins Bett gefallen. Und wir haben es dann geschafft, dass sie sich tägliche Yoga-Einheiten genommen hat, dass sie Journaling gemacht hat, dass sie sich einfach bewusste Auszeiten für sich genommen hat und sich auch mal gefragt hat, was will ich denn? Und sie hat das Mama-Sein dann irgendwann nicht mehr als Last empfunden, einfach weil sie ihren Blickwinkel verändert hat. Und das ist es, unseren Blickwinkel einfach auf unser Leben zu verändern. Was auch noch eine Ursache ist, ist, wenn man so den Hang dazu hat, sich schnell über Kleinigkeiten aufzuregen. Das habe ich früher auch gemacht. Ich hatte erst heute wieder so eine Situation, wo ich dachte, boah, früher hätte ich mich mega darüber aufgeregt. Heute war ich ganz entspannt. Ich habe fast so ein bisschen auf dieses Gefühl gewartet von früher, aber es kam einfach nicht. Und da gibt es so eine schöne 5-zu-5-Regel. Wenn diese Sache, über die du dich da gerade aufregst, in 5 Jahren völlig irrelevant ist, dann lohnt es sich jetzt auch nicht, sich mehr als 5 Minuten darüber aufzuregen. Und wenn wir aber wirklich nicht regulierend eingreifen, also wenn dieser Stress, diese Unruhe einfach ständiger Begleiter in unserem Mama-Alltag sind, dann sind wir einfach sehr anfällig für Krankheiten, für Depressionen, für Ängste. Und ich möchte jetzt auch direkt noch eine weitere Übung vorstellen, die auch in deinem Kopf, in deinen Gedanken stattfindet. Schließ gerne wieder die Augen, wenn du magst. Atme auch gerne wieder erstmal tief ein und aus. Und dann stell dir einen Schalter vor. Da sind vielleicht so ein paar Zahlen von 0 bis 10. Ein Schalter, den man so schön drehen kann. Und der steht jetzt vielleicht mittlerweile auf einer 6, weil du schon ein bisschen entspannter geworden bist jetzt hier in unserer Mama-Auszeit. Du möchtest aber noch ein bisschen entspannter werden und du kannst jetzt gedanklich diesen Schalter auf eine 5, auf eine 4 runternehmen. Und das zeigt dir, du allein entscheidest. Es liegt in deiner Macht, einfach nur gedanklich zu entscheiden, den Stress runterzufahren. Das ist die sogenannte Schalterübung. Kann man auch mit Wut machen, mit Ärger, mit Trauer. Weitere Möglichkeiten, um Stress zu reduzieren, um Unruhe zu reduzieren. Aus der Situation rausgehen. 2 Minuten ins Badezimmer auf dem Balkon. Tief atmen und einfach kurz für sich sein. Nein sagen lernen. Einfach auch, um den Mental Load zu reduzieren, diese Überbelastung zu reduzieren. Tief atmen, wirklich so 3 tiefe Atemzüge erstmal nehmen oder bis 10 zählen. Reflektieren. Ihr habt alle, als ihr euch für diese Mama-Auszeit angemeldet habt,
die Fehlersonne herunterladen können, die Coaching-Übung oder auch Problemsonne. Und die könnt ihr wunderbar für alle möglichen Herausforderungen, Probleme benutzen. Denn wenn man unreflektiert durchs Leben geht, dann steht man sich selbst einfach, wenn man unreflektiert durchs Leben geht, dann steht man sich selbst meist einfach nur im Weg. Was auch hilft, ist einfach den Blick wieder auf das Positive zu lenken. Dafür könnt ihr Journaling nutzen, dafür könnt ihr EFT nutzen, dafür könnt ihr das Selbstliebeglas nutzen. Das mache ich auch sehr, sehr gerne im Coaching. Einfach ein Einmachglas und ihr könnt es auf zwei verschiedene Varianten nutzen. Entweder das Selbstliebeglas. Das bedeutet, dass ihr jeden Tag ein kleines Zettelchen schreibt mit einer Sache, die ihr toll an euch findet, die ihr heute gut gemacht habt. Und dann füllt sich ganz schnell dieses Glas und einfach das zu sehen, so, wow, okay, es gibt doch sehr viel Gutes an mir, ist super hilfreich. Und an schlechten Tagen kann man sich immer mal so einen Zettel da rausnehmen und wieder mal ein bisschen was lesen, was man da mal aufgeschrieben hat. Man kann es aber auch als Erfolgsglas nutzen. Viele von uns neigen dazu, dass wir gar nicht sehen, was wir A, im Alltag tatsächlich ständig leisten und B, wenn wir den Weg der Veränderung gehen, sehen wir ganz oft die Veränderung nicht. Die passieren einfach und wir nehmen sie so selten wahr. Und da dann tatsächlich mal, wenn du einen Erfolg hattest, wenn du eine Veränderung bemerkst, das auf einen Zettel schreiben, um auch das dir einfach bewusster zu machen. Und diese Veränderung kann sein, ich konnte jetzt 5 Tage hintereinander 5 Minuten am Tag meditieren. Oder ich schaffe es jetzt ganz in Ruhe, meinen Kaffee zu trinken. Oder ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mich erst um mich kümmere und dann den Haushalt mache. Was auch noch sehr hilfreich ist, ist, wenn man einen besseren Umgang erlernt mit dem inneren Kritiker. Also dieses, wie spreche ich mit mir, dieses sich selbst so runtermachen und tatsächlich auch ganz wichtig auflösen blockierender Glaubenssätze. Es können so Glaubenssätze sein wie, ich muss immer etwas leisten. Ich werde nur geliebt, wenn ich mir das verdiene. Solche Dinge, die einfach ganz schnell in unserer Kindheit sich in unseren Kopf festgesetzt haben und jetzt unser Leben bestimmen. Und der erste Schritt ist immer die Bereitschaft, sich der Veränderung zu öffnen. Zu sagen, ja, ich möchte etwas verändern und ich weiß, es gibt für alles eine Lösung. Ich kenne die Lösung noch nicht, aber ich weiß, sie ist da. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch erst letztens mit meiner Coaching-Klientin Svenja erlebt, die mir geschrieben hat, Julia, plötzlich fallen mir die Antworten, die Lösungen auf meine Probleme einfach ein. Ich habe gesagt, ja, weil du dich diesem geöffnet hast. Du hast dich dem geöffnet, dass es Lösungen für deine Probleme gibt und du sie schon finden wirst. Du hast deine Lösungsfindung aktiviert. Und das war zum Beispiel auch ein großer Erfolg, den wir in ihr Erfolgsglas gelegt haben. Und ich trinke jetzt einmal einen Schluck Wasser. Vielleicht möchte ich das auch machen. Ich habe jetzt hier auch noch eine dritte Übung für dich, die wir kurz machen können, die du auch wunderbar mehrmals täglich in deinen Alltag integrieren kannst. Oder einfach direkt morgens oder abends vorm Einschlafen oder während du deinen Kaffee trinkst. Überleg mal gerade für dich, wie geht es dir jetzt gerade? Wie fühlst du dich jetzt? Das mal zu benennen. Das fragen wir uns nämlich viel zu selten. Wie geht's dir? Ganz ehrlich. Und dann frag dich, was brauchst du jetzt gerade? Was würde dir jetzt gerade gut tun? Wasser, Besuch legen. Und der dritte Schritt ist, richte jetzt mal ein paar liebevolle Worte an dich. Sag dir zum Beispiel Danke, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, hier bei dieser Mama-Auszeit dabei zu sein. Sag dir Danke, dass du bereit bist, etwas verändern zu wollen. Deswegen bist du ja heute Abend hier. Hey Mensch, super. Du interessierst dich dafür, wie wir den Stress in unserem Alltag reduzieren können. Ich möchte jetzt gerne meinen Bildschirm mit euch teilen. Ich nämlich etwas zeigen.
Und zwar gibt es in meinem Online-Kurs für jedes Modul ein Workbook. Und das ist jetzt hier zum Beispiel das Workbook für Modul 7. Das nennt sich Ich bin Ruhe und Gelassenheit. Und da gibt es noch ganz viele tolle Tipps, die heute zu unserem Thema gut passen. Und zwar habt ihr hier zum Beispiel 8 Tipps für mehr innere Ruhe. Das ist das erste zum Beispiel, um Hilfe zu bitten. Ich weiß, das fällt vielen von uns schwer, ist aber super hilfreich. Zweitens, Aufgaben zu delegieren an den Partner, an ältere Kinder, an Omas, an Freunde, wen auch immer. Drittens, sich nicht selbst unter Druck zu setzen. Das ist auch so ein ganz wichtiges Thema. Wir sollten uns selbst viel, viel besser behandeln. Viertens, sich Zeit nehmen, seine Gedanken zu sortieren. Ich liebe es zum Beispiel sehr, die Gedanken, die da in meinem Kopf sind. Also mittlerweile habe ich nur noch selten Gedankenkarussell. Früher hatte ich das gefühlt ständig, den ganzen Tag über. Und es hat mir dann sehr geholfen, diese Gedanken mal aus meinem Kopf herauszuschreiben und damit meinen Kopf einfach ein bisschen zu leeren und das dann mal auf Papier zu bringen. Fünftens, lerne auch an dich zu denken, denn jeder braucht Erholungsphasen und muss nicht immer verfügbar sein. Das weißt du eigentlich. Wir wissen das alle. Warum tun wir es dann nicht? Sechster Tipp ist, schaffe räumlichen Abstand zu deiner Umgebung, wenn dir die Erholung und Entspannung zu Hause zum Beispiel schwerfällt. Geh im Wald spazieren. Geh in den Café in Ruhe, in ein Café in Ruhe deinen Kaffee trinken, wenn das zu Hause zum Beispiel nicht klappt. Dann siebtens, lerne den Tag bewusst abzuschließen, zum Beispiel durch ein Abendritual, damit einfach auch dein Schlaf erholsamer wird. Unser Schlaf ist so verdammt wichtig für uns, wo wir Energie tanken können. Und deswegen ist ein Abendritual was ganz Tolles. Und achtens, etabliere Entspannungstechniken wie eben Meditation in deinem Alltag. Hier sind dann zum Beispiel aufgelistet noch 5 Merkmale, an denen du erkennst, dass du eine Pause brauchst. Fehlende Konzentration, deine Gedanken driften ständig ab, Müdigkeit, leichte Reizbarkeit, keine Motivation mehr und kleine Fehler häufen sich. Und wenn ich das jetzt so lese und mich zurückdenke, so sah einfach mein Alltag aus. Ich war ständig müde, ich war ständig gereizt, ich war nicht motiviert, habe ständig irgendwelche sinnlosen kleinen Fehler gemacht und meine Gedanken sind immer abgedriftet. Es war einfach mein Alltag damals. Hier haben wir dann nochmal ein paar Anti-Stress-Tipps. Auch im Workbook und noch weitere Tipps gegen Unruhe.